Okay, und damit herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play Far Cry 3 auf Cross Gaming LP. Wir sind mitten im Dschungel und sollen wieder mit Buck sprechen. Okay. Nichts leichter als das. Was ist das denn hier schon? Ach, das ist so ein Förderband mit so einer Eisenbahn. Ja, und er ist da hart am Chill. Wie zum... Du Ficker, du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst, ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace, keine Sorge. Denk an Keith. Keith heult die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul! Nein. Erst noch mal Geschichtsstunde. Hör zu! Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Buck, Sir, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar! Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner, aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben, aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hau rein. Viel Glück. Da geht mir auf die Nüsse, der Typ. Okay. Wir fahren mit dem Fahrstuhl. Ja, irgendwie fängt er an, richtig zu nerven, der Mann. Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Sieht er doof aus und zweitens labert der nur Mist. So. Scheißdreck. Ah, dieser Hit! Da wäre ich lieber tot! Verpassen wir auch. Ja. Der wollte gerade einen Molotow nach uns werfen. Das haben wir aber schön verhindert. Und wir schleichen uns jetzt weiter in die Basis rein. Hier kommen auch schon weiter hin. Und alle drei haben wir geholt. Jawohl. Einfach geht das. Wow, wow. Da habe ich leicht daneben geschossen. Das war schlecht gemacht. Kannst du mal aufhören, hier mit Molotov-Cocktails zu werfen? Echt, ey. Also manche übertreiben es. Der Überraschungsmoment ist jetzt natürlich hier. Aber das macht nichts. Große Kanone und rechts kommt durch die Wand einfach rein. So. Der sagt, glaube ich, nichts mehr. Da kommt schon wieder so ein Molotow rein. Ich habe absolut nichts vor, mich grillen zu lassen. Ja. So sehe ich das auch. Okay, hier ist scheinbar ein Sniper. Wo ist unser Sniper? Scharfschützen. Zusammen machen. So, da sind die Scharfschützen auch schon tot. Beide Kopfschuss da weggeholt. Jetzt geht's ran. Ich werde dich aufhören. Hinten. Ach. Oh, Headshot. Nochmal Headshot, ja. Jawohl. So muss das laufen. So wird geschossen. Was ist das jetzt?
Deckung. Ah, okay. Aber die brauche ich aber nicht. Hier funzelt jetzt natürlich alles, das ist nicht so toll. Dass hier alles abfackelt, da müssen wir mal kurz warten. So. Jetzt können wir durch. Und genau deswegen nerven diese Flammenwerfer-Leute. Weil die einfach alles anstecken und man dann nirgendwo mehr hingehen kann. Hier kommt natürlich ein Heavy. Und das. Also, der brennt wieder eins. Und ja, ich würde mal sagen, die waren Feuer und Flamme. So. Nein, ich brenne auch. Schnell mal verarzten. Er hier für uns hat. Also er hat schon mal einen dicken Bauch, also... Boah, das könnte vom Bauch her Bud Spencer sein. Also im Ernst. Medikit. Und weiter im Text. Oje. Was war denn das jetzt? Ah, ich habe wahrscheinlich den Balken damit eingeschossen, oh mein Gott. Ja, was wäre Far Cry ohne zu verrecken? Ich glaube, man muss hier so schnell wie möglich durch. Ja, alle. Gehen wir nicht auf den Nüssen. Oh. Jetzt habe ich. Das Dach ist eine Möglichkeit. Ah, jetzt hört auf. Nervigen Feuermenschen. Ja, was ist denn jetzt los? Also ich glaube, man muss da einfach nur durchrennen und die Typen abballern, weil sonst hat man hier keine Chance, diese Feuerwehrmänner hier zünden alles an. Ja. Man muss die eigentlich so schnell wie möglich abballern, sonst werfen die hier den Molotovs hin. Rennen hier wirklich sämtliche Balken weg. Jetzt hab ich. Das Dach ist eine Möglichkeit. Stirb. Oh, hier kommen immer nur so Felsstücke. Nein, ich hab nicht mehr viel Wunden. Ich hab einen Einschatz geben. Zack. Sehr schön. Zweimal hier verreckt, aber das macht nichts. Und dann geht's weiter. Ich probiere den Kompass. Ja. Okay, hier können wir wahrscheinlich den Kompass anpacken und die Tür drehen. Dann geht die Tür auf. Ja. Jawohl. Das ist natürlich so. Da geht's einfach warm. Futter mal. Nett hier. Einfach mal runterspringen. Und Sackgasse. Hier kann man wahrscheinlich irgendwie dran ziehen. Es muss einen Weg geben, es zu aktivieren. Jawohl. Also hier kann man rein. Das ist natürlich cool. So, jetzt kommt so hier so dieses Indiana Jones Feeling so in Far Cry wegen diesen Höhlen hier und hast du jetzt gesehen, das ist schon geil gemacht, keine Frage. So, springen wir mal hier rüber, springen wir mal hier rüber.
Hier unten dürfte ja eigentlich kein Pirat mehr sein, weil die standen ja vor verschlossener Tür. Scheinbar nur ein Haufen Viecher, die ich abballern muss. Oh, das ist kein Problem, denke ich. Kiste hier. Ist doch irgendwo noch ein Vieh. Na ja, egal. Ja. Ob es sinnvoll ist, den zu benutzen, sei dahingestellt. Warum aber habe ich kein gutes Gefühl dabei? Fahrstuhlmusik wäre nice. Wow. Oh nein, nein, nein! Schlecht. Und es geht abwärts. Das war ja mal wieder so klar. Befreie. Dann geht's weiter, würde ich mal sagen. Ah. Na, da komme ich sicher nicht raus. Ach, Mann. Blöde Schlange hier. Scheiße. Hier hin. Brechen uns dabei wieder den Knöchel. Was uns jetzt erwartet, oder besser gesagt, wer uns jetzt erwartet. Nämlich Buck. Du hast mir einen Sender verpasst, oder? Du bist mein Lieblingsschüler. Hm? Hey, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt machst du die Ansagen? Das denkst du? Hector, sieht so aus, als hätte ich keine Kontrolle mehr, also bau schnell alles ab. Und dann schlitz Keith von oben bis unten auf. Warte! Warte. War was, Kumpel? Du sagst, wie es läuft. Ah. Hector, gute Nachricht. Ich hab wohl wieder Kontrolle. Verschont, Keith. Ja. So, bist du mit dem Deutsch schon weiter? Hm? Fast geschafft, glaube ich. Fast geschafft, Sir. Ist das dein Ernst? Na gut, fast geschafft, Sir. Dann bau das Kompassteil ein. Sehr gut. Ich verpiss mich dann, okay? Mach's gut. So ein dummer Spasti. Wenn ich könnte, würde ich den erschießen. So, ja. Wie viel ist denn noch offen? Dicker? Ja. Gehen wir doch einfach mal hier irgendwo hin. Irgendwo durch die Pampa. Zu Buck gehen wir dann wieder am nächsten Teil. Vielleicht kann man hier noch irgendwas machen. Ich guck mal kurz auf die Karte. Hier ist noch ein Funkturm in 200 Metern. Dann gehen wir doch einfach mal dahin. Aber wobei, der ist da oben. Hm. Müssen wir wieder durch den Dschungel. Oh, jetzt kommt noch was. Oh, come on, come on.
nicht leid. Ja. Wir steigen jetzt mal kurz ein. Und schnell mal. Dann jetzt ab zur Aussicht, falls man hochfahren kann. Aber ich hoffe nicht. Okay. So, wir fahren jetzt auf einmal Querfeld ein. Und zu dem Außenposten dazu kommen. Was er gesagt. So. Und schön vom Zaun abgeparkt, so muss das sein. Und dann ist Klettern angesagt. Jawohl. So, einmal hier hoch. Einmal hier. Ach nee. Rennt schon mal rum. Geht's hoch. Und dann hier hinten rum. Oder wie? Oder nicht? Nee. Nee. Vielleicht hier. Hier wird's weitergehen. Ja genau, hier geht's weiter. So, dann hier lang. Einmal hier hoch. Genießt die herrliche Aussicht, Leute. Also, grafiktechnisch hat das Spiel echt einiges zu bieten. Das sieht einfach nur richtig, richtig geil aus. Hier haben wir eine Kiste zum Plündern. Und dann deaktivieren wir doch mal den Funk. So, hier will ich ihn umlegen. Und ein Japsenflieger. Cool. Ja. Funkturm synchronisiert. Und wir nehmen die Seilrutsche. Ah, es gibt jetzt das PKM gratis in Shops und diese Modellschrotflinte. Oh, jetzt habe ich versehentlich die Leute alarmiert. Ich wollte eigentlich die Hundis nicht töten, aber wenn die mich angreifen, dann ist das schon blöd. Wenn sich nicht wehren. Ach, das ist ein Dingo, okay. Nein! Freund. Denn hier, ey. Bleib stehen. Oh. Oh, ja, geht doch. Also ganz im Ernst. Ja. So, habt ihr nochmal gesehen, wie man nicht schießen sollte in diesem Part? Und wir holen uns hier noch schnell kurz die Munition von den Kollegen. Für unser Sturmgewehr. Ein bisschen Munition. Und dann würde ich sagen, beende ich hier diesen Part. Und wir sehen uns in Part 10, dürfte das dann sein. Oder war das? Nee. In Part 11, das ist Part 10. Wir sehen uns in Part 11 wieder. Bye bye.